Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Agatha Christie Death on the Nile. Die hassen irgendwann ein bisschen zu hoch. So, wir sind stehen geblieben bei Ermittlungen Hashtag 11. Also Hashtag 11 ist der Twitter dafür. Der Tweet dafür? Ich habe keine Ahnung. Opa testet Twitter. So, Klauenmeißel, Aschenbecher, Katze, Magnet. Das war das Sandwich, was da eklig aussieht. Der Gürtel. Da ist der Football. Da ist die Kugel, die wir mal gesucht haben. Und ein Engelsflügel. Zack, erster Raum schon fertig. So schnell kann das gehen. Speisesaal. Oh Gott. Der Geigenkasten. Da ist die Weinflasche. Warte. Ein Raubvogel. Ein Halstuch. Ein Schal nennt man das auch. Ein Hut. Eine Puppe. Eine Puppe. Eine Trommel. Warte mal. Da ist der Korkenzieher. Ein Engel. Und eine Trommel. So, damit haben wir dann schon mal den Speisesaal auch fertig gesucht. Dann gehen wir jetzt bei Colonel Raids in die Kabine. Artikel über Juwelendieb. Ich lasse das mal eben offen, damit die Leute das lesen können. Siehst du das? Sie überfliegt. Ist das zu hell für dich? Also die Augen zusammenknallen. Acht Ball. Genau, man müsste einfach mal vom Billardtisch überall die schwarze 8 nehmen. Man kann keiner gewinnen. Da ist der Hexendoktor. Da ist eine Eidechse. So, warte, wo war denn noch eine Eidechse? Wo war denn noch eine Eidechse? Da ist eine Anaconda. Alter, wer hat denn eine Anaconda unter seinem Bett? Was brauchen wir noch? Ein Käfer, der ist da. Ein Wecker. Der ist da. Feuer, Feuer, Feuer. Must be Feuer in a Fire World. Feuer frei! Bang, bang! Noch eine Eidechse brauchen wir noch. Da ist sie. So, jetzt brauchen wir noch Feuer. Feuer. Nee, dann wird die Pistole stehen. Britain's wants you. Feuer. Feuer. Ist das Feuer? Nee, wie würde Gronk jetzt machen? Nee, er wird so machen, weißt du? Feuer. Klickt er dann an? Und dann spielt euren Scheiß alleine. Mütze weg. Headset weg. Aber egal. Hm. Rosalie Otterborn, zwei Pralinen. Erstmal Frust essen. Mutter gerade erschossen, ich muss erstmal eine Praline. Die hat so viel. Die hat so viel Gemüse im Toast. Zwei Bänder, ja, was für Bänder? Sind das Bänder? Oh. Eine grüne Zwiebel. Das nennt man auch Lauch. Da ist ein Kreuz. Ein geflochtener Behälter. Das nennt man auch einen Korb. Einen Korb geben. Zwei Beeren. Eine Wassermelone. Ja, ne, das ist die aber nicht. Die Wassermelone ist da. Wir brauchen noch ein Band. So ein H.
hapern, weißt du? Beere. Eine einzelne Beere. Und noch ein Band. Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Und ich glaube, das Miauen hatte, glaube ich, der MacFord William geschrieben. Ich glaube, das ist das Miauzen aus Sherlock Holmes, sagt Jack Thorpe. Ich kann es aber nicht genau sagen. Oder sie ist das. Rosenkranz. Können wir eigentlich auch mal drüber sprechen, ne? Ob christlich und katholisch das gleiche ist? Also, sie hatte mal aus diversen Gründen mal irgendwo was nachgeguckt. Und da stand dann... stand dann in diesen Sachen als Anmeldevoraus, als Bewerbungsvoraussetzung war christlich oder evangelisch? Nein. Nur Christen. Und nur Katholiken, ja. Und teilweise Minijobs oder Jobs, wo man Kindern helfen kann. Richtig, die dringend Hilfe brauchen, darauf besteht sie, dass ich das so sage. Ja. Es war was falsch. Es war was Ehrenamtliches. Und da kann man jetzt natürlich mal darüber nachdenken, wenn man sowieso schon Probleme hat mit ehrenamtlichem Engagement überall, ob es dann so sinnvoll ist, wenn man solche Voraussetzungen macht. Ja, du kannst gerne anfangen, muss aber katholisch sein. Dann kann man jetzt dann gerne mal eure Meinung dazu hören. Also unsere Meinung ist da ziemlich... deutlich, dass es behämmert ist. Da will man mal den Leuten dann helfen. Und darf es aber nicht, weil du nicht katholisch bist. Man kann es natürlich irgendwo nachvollziehen, wenn man sich auf den Standpunkt stellt und sagt, es sind ja Kirchengelder, die da unter anderem mit reinfließen. Und sie sagt aber gerade, es ist auch dabei, wenn es nicht von den Kirchen bezahlt wird. Also das ist, ja. Da ist eine Trompete. Da ist ein Kleiderständer. Da ist ein Dudelsack. Ein Zwicker. Zwickau. So, der Notenständer ist da. Den Regenbogen vervollständigen. Da fehlt noch eine Sache. Ah, da. Ja, ein Ding fehlt noch. Boah, ja. So ein Dreieck. You don't say. Was brauchen wir denn noch? Ein Trommelschläger, also so ein Stick. Bürste. Das ist eine Schachfigur. Was brauchen wir denn noch? Nur das Ding und den Regenbogen vervollständigen. Dann, das sind auch die letzten zwei Sachen, die wir brauchen. Da sind überall Bürsten. Türkis. Noch so ein Stick für so ein Schlagzeug. Da oben. Sehr gut. Ui. Diese Symbole hier auf dem Rosenkranz. Ich glaube, dass ich ein sehr schlauer... das ist ein sehr schlauer Trick. Vielleicht finde ich etwas heraus, wenn ich die einzelnen Symbole in die richtige Reihenfolge bringe. Also beim Rosenkranz fängt man eigentlich... Warte mal, man hat den... Gut, man hat den jetzt vor sich, dann fängt man eigentlich hier rum an. Ja, ich will mir aber erstmal die ganzen Sachen angucken. Machen wir X, Mond, noch ein Mond. Nee.
Hier ist eine Kuh. Warum ist eine Kuh auf dem Rosenkranz? Da würde ich ein Feuer drauf erwarten. Hier ist ein X drauf. Ja, der Grabstein müsste dann auch am Ende sein. Aber da ist er nicht. Man kann auch keine Kugeln austauschen. Ein Apfel. Eine Geige. Ja, was denn? Ich drück doch durch. Ach so. Ich überlege gerade, ob es vielleicht irgendwie Genesis sein soll, aber da müsste hier auch ein Grabstein stehen. Genesis, die Entstehung der Erde. Oder ist es ein Alphabet? Wegen Q und X und so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Würde es passen? Apfelberg. Dann brauchen wir C, Christus. C, D, Dornkranz. G. Ja, C, D, E, Engel. F, Feuer. Grabstein. H, Heiligenschein. Na, das ist kein Hengst. Igel, Juwel, K, Kro. Knoten. Knoten. L, ja, Liebe. L, M, Musik, N. Warte, was ist denn das, was er. L, M. N. Ja? Ach so. Scheiße. Ochse. Was war das? Ach so. P. Q. R. S. T. Taube. X, V, W, X, A. Und 12. Warum 12 statt Z? Mary, die verschwundenen Perlen. Endlich wird es alles klar. Oder zumindest ziemlich klar. Tim Allerton vertausche die echten Perlen, die echte Perlenkette mit der Fälschung. Die falschen Perlen wurden anschließend von Miss Van Schuyler gestohlen. Aber ist einer von ihnen des Mordes schuldig? Ich kann das Alphabet nicht. Zumindest muss ich, wenn ich einzelne Buchstaben habe, muss ich immer das ganze Alphabet vorher einmal durchsagen. Jackie de Belfort. Ist er nochmal in den Salon? Diese schrecklichen Geschichten müssen aufhören, Monsieur Perrault. Ich mache mir Sorgen um meinen Schutzbefohlenen, Miss Van Schuyler. Wenn das so weitergeht, wird sie auf den Weg zum Speiser ins Jenseits befördert. Ich tue mein Bestes, Mademoiselle. Wo waren Sie zum Zeitpunkt des Mordes? Auf dem Sonnendeck, die frische Luft genießen. Die Allertons waren ebenfalls dort, am anderen Ende. Wir alle hörten den Schuss. Ich glaube, es dauerte einen Moment, bevor wir reagierten. Das war ein Glück für den Mörder. Man erstarrt und verliert dadurch kostbare Zeit. Und dann? Wir eilten nach unten. Es waren schon Leute dort, als wir ankamen. Der Wein. Erinnern Sie sich noch, welchen Wein ich gestern Abend trank und ob noch andere Gäste von meinem Tisch den gleichen Wein tranken? Sie waren der Einzige an Ihrem Tisch, der Wein trank, Sir. Die Allertons trinken. Alles ein Wort. Die Allertons trinken. Lieber Portwein, so viel wie viele Engländer. Ich war so müde, dass ich nach dem Abendessen zu Bett ging und wie ein Murmeltier schlief. Ich dachte mir zu der Zeit nichts dabei, aber sahen Sie, wie jemand etwas in meinen Wein schüttete? Nein! Oh nein, 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 bitte, Sir. Wer würde so etwas tun? Tja, das ist die Frage. Köln Race, haben wir, glaube ich. Köln Race ist ein alter Freund von Russ. Bla bla bla. Das haben wir schon? Ja.
Ich hätte erwähnen sollen, dass ich Juwelendieb besuche, aber verflixt, der Fall ist mir gerade erst zugeteilt worden. Ich wollte nicht von diesem Fall ablenken, bis ich sicher sein konnte, dass die Perlen damit zu tun haben. Oh, mon ami, die Perlen haben ganz sicher damit zu tun. In Zukunft seien Sie doch bitte so freundlich und lenken Sie von Fällen ab, wann immer es möglich ist, okay? Okay. Salomis Mord. Ich kann's nicht glauben, ich kann's einfach nicht glauben. Ich glaube wirklich, dass dieses Schiff verhext ist. Wo waren Sie zum Zeitpunkt des Portes, Mademoiselle? In meiner Kabine. Ich zog mich gerade um. Ich hörte den Schuss und dann die Leute draußen. Ich bin ihnen gefolgt. Haben Sie etwas gesehen, als Sie aus der Kabine kamen? Nein, aber es dauerte einen Augenblick, bis ich mein Kleid anhatte. Ich gesellte mich zu den anderen auf der anderen Seite des Schiffes. Schützenmeisterin. Sagen Sie, Mademoiselle, Lynette und Sie waren in der Schützenmannschaft in der Schule. Sie waren eine ausgezeichnete Schützin, no? Kaum. Ich war leider nicht sehr gut. Au contraire, Sie machen nicht den Eindruck eines Mädchens, das etwas nicht ernst nimmt. Die Zeitungsberichte von damals nennen die Gewinner der Schützenwettkämpfe. Habe ich recht? Ich habe ein paar Preise gewonnen. Aber die anderen Mädchen waren alle nicht gut. So, Tim Ellerton. Gestern Abend. Monsieur, Ihre Kabine ist direkt neben dem Salon. Sagen Sie mir noch einmal, was Sie gestern Abend hörten. Ganz genau, s'il vous plaît. Wenn's sein muss, ich bin so um 10 ins Bett. Etwa eine Stunde oder so später hörte ich einen Aufruhr. Ich glaube, Fanthorpe rief irgendetwas. Fanthorpe, mein Gott. Das war sicher, als Miss Jacqueline auf Monsieur Doyle schoss. Danach hörte ich jemanden auf dem Deck laufen, mit seltsamen Schritten, sehr schnell, hin und zurück. Und dann kam ein Platschen. Ein paar Minuten später hörte ich den alten Bessner mit seiner tiefen Stimme etwas wie Vorsicht rufen und nicht so schnell. Und sie hörten keinen Schuss? Jetzt wo sie das erwähnen, da war ein Geräusch, sowas wie ein Korken einer Sektflasche kurz vor dem Platschen. Ich kann mich an die vage Vorstellung einer Sektflasche erinnern und wie jemand den Sekt ausgießt. Ich war im Halbschlaf, wissen Sie? Ich war auf dem Oberdeck mit meiner Mutter. Ich glaube, Miss Bowers war auch dort. Meine Mutter und ich tranken ein Gläschen, als wir den Aufruhr hörten und nach unten liefen. Die anderen waren schon alle da, als wir ankamen. Joanna ist meine Cousine. Wir sind uns in letzter Zeit ziemlich nahe gekommen, aber meine Mutter sieht es nicht gerne. Vielleicht hat sie ja recht, die Liebe. Ehrlich gesagt, Joanna ist nicht ihr bester Umgang für mich. Sie müssen gut zuhören, Monsieur Ellerton, weil die Situation ist sehr ernst. Nach dem Mord von Lynette Doyle stellte sich heraus, dass ihre Perlen gestohlen worden waren. Die Perlen wurden in der Kabine von Miss Bowers gefunden, aber es handelt sich um eine Fälschung. Ich erfuhr von Colonel Race, dass ihre Cousine Joanna Southwood mit vielen Juwelendiebstählen in Verbindung gebracht werden kann, bei denen echter Schmuck durch Fälschung ersetzt wird. Sie stehen unter Verdacht, ihr Komplize zu sein. Sie können mir nichts nachweisen. Aber, Monsieur Ellerton, wir haben die echten Perlen gefunden. In ihrem Rosenkranz in ihrer Kabine. Aha, sie haben gewonnen. Aha, sie haben gewonnen. War ein nettes Spiel, aber jetzt ist es schließlich doch vorbei. Jetzt muss ich wohl meine Strafe hinnehmen. Aber nur um das klarzustellen, ich war nicht der Mörder. Ich war eine schrecklichen Zwickmühle, dass ich genau diese Nacht für meinen Diebstahl gewählt hatte. Mein Gott, es war furchtbar. Jetzt, wo die Wahrheit ans Licht gekommen ist, können Sie uns vielleicht helfen. War Madame Doyle tot oder noch am Leben, als sie die Perlen nahm? Ich weiß nicht. Ich schwöre, Monsieur Poirot, ich hatte herausgefunden, dass sie die Kabine in einem kleinen Kästchen neben ihrem Bett verwahrte. Ach, die Kette, nicht die Kabine. Ich schlich hinein, fühlte auf dem Tisch herum, nahm die Kette aus dem Kästchen, legte die Fälschung hinein und schlich wieder hinaus. Ich hörte sie weder atmen noch sich bewegen. Möglicherweise war sie schon tot. Dann sind wir keinen Schritt weiter. Aber sagen Sie, das war alles nach dem, was Sie vorher beschrieben haben. Fanthorpes Stimme, die Schritte und das Platschen. Und die Worte von Dr. Bessner. Das haben Sie wirklich alles gehört. Ja, das stimmt alles. Ich bin erst eine Stunde danach oder später losgegangen, um die Perlen zu stehlen. Zu untersuchende. 60, drei ausstehende Fragen. Ah, Gott.
Ah, Union Jack, das ist die Flagge der Briten. Ach so, da ist ja am Sonntag die Abstimmung in Schottland, ob die unabhängig werden. Ein Füllhorn ist da oben. Der Lippenstift. Ein Elefant. The Elephant. Das Payday. Da. Lebkuchenmann. Ich kenne Lebkuchen dran. Da ist der Drache. Ein Affe. Wo ist ein Affe? Da ist der Lippenstift. Eine Weintraube. Das ist Weintraube. Du gehst an den Apfel ran. Du bist der Apfelmann. Einen Anker. Einen Anker. Naja, eher am Stuhl, glaube ich. Da ist ein Affe. Ah! Ah! Das Anker. Und noch Weintrauben. Da. Okay. Ich glaube, wir machen an der Stelle nochmal einen kurzen Schnitt. Und machen dann im nächsten Video dann das Spiel fertig. Tschüss.